Ach Mensch, ja, meine Kamera ist immer noch kaputt und ich nehme hier mit dem Handy auf, hier mal eine Sprachdatei, MP3, mal ein bisschen, ja, mal schauen, was ich da mal mitmachen werde, was ihr jetzt hier so für ein wunderschönes Hintergrundbild sehen werdet. Vielleicht suche ich was raus oder vielleicht male ich wieder was selbst. Ja. Ich hasse das mit dem Handy aufzunehmen. Ich will meine Kamera wieder haben. Ich würde mal sagen, seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch selbstverständlich wie jedes Mal Eglator zu einem neuen Dwarf News für den Monat November. Ja, diesen Monat halt leider so in dieser Form als Handy-MP3-Geschichte auf hübschem Hintergrundbild. Es tut mir leid. Das sind auch die letzten Dwarf News für dieses Jahr. Im Dezember gibt es klassischerweise keine Dwarf News. Da Adventskalender und Weihnachten und so, die ganzen. Da kommen auch ganz viele Specials und so weiter und da habe ich halt genug mit zu tun. Und da wird es dann auch keine Dwarf News geben, da ist das dann halt auch nicht nötig. So. Ich versuche mal zusammenzufassen, was so gerade aktuell ist. Ist nicht viel für den Monat November, für den Monat Dezember kann ich ja jetzt schon was vorne wegnehmen, weil es keine Dwarf News Dezember gibt. Also richtige Dwarf News mit Mario Kart 8 Deluxe. Gibt es erst wieder im Januar, dann im neuen Jahr. Tut mir echt leid, dass die letzten Dwarf News jetzt hier in diesem Format passieren müssen, aber ja, ich habe es mir ja auch nicht ausgesucht. Also die Themen, ja, worum geht's denn diesen Monat? Was ist diesen Monat aktuell? Ja, wie ihr bestimmt jetzt auch mitbekommen habt, was ich jetzt auch gerade in diesem Video schon erwähnt habe, meine Kamera ist kaputt. Dementsprechend gibt es auch jetzt, also das letzte Video müsste am 1. November online gekommen sein, das letzte Video, wenn mich nicht alles täuscht. Das war Minecraft Anno 42, Part 42. Und ja, das war so das letzte Video, was ich noch auf Vorproduktion hatte. Und danach hatte ich nichts mehr. Und ja, so jetzt Handy-Videos aufnehmen, das wollte ich nicht. Nee, das wollte ich nicht als Video auf meinem Kanal bringen. Ich mache es jetzt notgedrungen, weil die Dwarf News dann doch irgendwann mal online kommen sollen. Und das will ich jetzt nicht hinausziehen, bis, ja, bis wann eigentlich? Ja, meine Kamera ist jetzt zur Reparatur. Voraussichtlich 2 Wochen, 2, 3 Wochen. Ja, das heißt, mehr als 3 Wochen hoffentlich nicht. Die erste Woche ist, glaube ich, fast geschafft. Naja, also ich bin in der stillen Hoffnung, dass die meine Kamera bis zum Release von Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli wieder gerichtet haben werden, weil das möchte ich dann am liebsten schon ab Release Day spielen, also ab Nachfolgetag dann. Ich bringe keine Release Day Parts mehr. Das habe ich einmal probiert, das hat nie geklappt. Und ja. Mal schauen, also momentan ist doch alles offen, insofern, ja, wenn sie meine Kamera nicht gerichtet kriegen, dann werde ich mir mal eine neue anschaffen, aber bis dahin hoffe ich jetzt erstmal, dass, ich habe noch Garantie drauf, habe das jetzt eingeschickt und ja, vertraue auf das Fachpersonal
von Mediafachhandel XY. Und sobald meine Kamera dann wiederkommt, wird es dann weitergehen mit Videos. Hoffentlich. Und dann ist Pokémon-Zeit angesagt. Ich habe bemerkt, ich habe drei Pokémon-Projekte am Laufen aktuell. Und wenn meine Kamera dann wiederkommt, gibt es Pokémon, Pokémon und noch mehr Pokémon. Es könnte aber wissen, da wird dann Pokémon gesuchtet und dann laufen die drei Projekte aber durchgängig und im Exzess, falls man das so nennt, falls das der richtige Ausdruck dafür ist. Ich nicht könne Deutsch gut, sehr. Könnte man meinen, wenn man schon mehr als 20 Jahre in Deutschland wohnt, dass man dann schon ein bisschen, wenn man hier geboren ist, dass man die deutsche Sprache ein bisschen beherrscht. Aber nee, das geht ja. Zwergenfürst und deutsche Sprache. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Minecraft und Super Mario Party. Super Mario Party werde ich natürlich noch zu Ende führen, da wird es, naja, zu Ende. Also es wird noch weitergeführt. Das wird noch wohl ein paar Parts noch beanspruchen. Da gibt es auch noch andere Modi. Die Spielbretter haben wir ja schon geschafft, haben wir beendet, bevor die Kamera kaputt ging. Im Oktober. Da gibt es jetzt noch andere Modis zu beenden, zu machen. Das wird noch weitergeführt, also wird es doch ein. Also es wird ein Monat voller Pokémon und vielleicht ab und zu mal, aber sehr selten, mal ein Part. Wie hieß es nochmal? Super Mario Party. Also, aber sehr selten. Also Minecraft wird ausfallen, den Monat November zumindest. Solange jetzt Let's Go Pikachu und Evoli läuft, dann wird sich das demnach so aussehen lassen, das wird so aussehen. In Abwechslung Pokémon Gelbe Edition, Pokémon Y und Pokémon Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli, was ich ja dann kaufen werde. Ich hoffe, das ist euch nicht zu viel Pokémon, aber ich habe ja, also ich habe mir ja mal eine Umfrage, eine Kanalumfrage, zumindest bei den Paaren, die dort geantwortet haben, habe ich reges Interesse an Pokémon gehört und auch von den Aufrufszahlen scheint das zu passen. Also Pokémon ist auf meinem Kanal sehr beliebt. So von der Statistik her scheint das zu passen. Also dürfte das euch doch gar nicht so unrecht sein, dass viel mehr Pokémon kommt. Ja, der November wird dann, sofern meine Kamera mal wieder kommt und sofern ich das mal schaffe, ein Pokémon-Monat. Und der Dezember, der wird dann spannend. Mal schauen, was da dann für Let's Plays weiterlaufen. Ob dann noch Let's Plays weiterlaufen. Ein Adventskalender wird es natürlich wie jedes Jahr. Wie 2016, wie 2017 wird es auch 2018 wieder einen Adventskalender geben. Dieses Jahr, passt auf, ganz gespannt sein. Könnt ihr darauf. Es wird, passt auf, dieses Jahr zwei Kalender, sofern ich es irgendwie hinkriege, das zu produzieren, geben. Zum einen wird es ein. Soll ich das schon verraten? Soll ich euch das schon verraten, was es für welche Kalender gibt? Oder wollt ihr euch einfach überraschen lassen? Ich glaube, wir machen das mal so. Ich verrate es jetzt, ich spoilere es euch, was im Dezember für Kalender rauskommen. Und die, die jetzt das nicht hören wollen, da gibt es jetzt eine kleine Spoilerwarnung gleich. Die halten sich einfach mal kurz die Ohren zu und dann wird gleich hier eine Warnung kommen. Hoffentlich als Bild. Wenn nicht, dann hört ihr es mich jetzt sagen. Spoilerwarnung. Ja, im Dezember. Das eine ist ein Kalender von Minecraft. Es wird ein Minecraft-Adventskalender geben. Das wird ja 24 Parts beinhalten, in denen es so ein bisschen. Naja, ich will dir noch nicht zu viel verraten, aber
um es ohne viel zu spoilern zu sagen, weihnachtlich wird. Ja, ein Minecraft-Weihnachten, was nicht in Minecraft Arena spielt. Es wird ein neues Projekt, es wird ein 24-Part langes Minecraft-Projekt. Da habe ich Bock drauf und mal schauen, ob ich das hinkriege. Da werde ich mich ins Zeug schmeißen und schon ein bisschen vorproduzieren. Ende November, sofern meine Kamera wieder da ist. Und der zweite Kalender, die ist dann ein Vorlesekalender. Da will ich dann ein paar hübsche Geschichten raussuchen und sie euch an meine hübschen Kaminfeuer, an meinen. Ja, das hier. Hoffentlich blende ich es jetzt mal ein. Das hübsche Kaminfeuer, was man so im Hintergrund laufen lassen kann, wenn man vorliest. Da wird es dann, oder an anderen Hintergründen, was sie halt gerade anbietet, da will ich dann halt ein paar schöne Weihnachtsgeschichten oder ähnliches vorlesen. So viel dazu. Spoilerwarnung vorbei, könnt ihr wieder die Ohren aufmachen und den Rest hören. Spoilerwarnung vorbei. Spoilerwarnung vorbei. Ohren auf, Ohren auf, Hände raus. Ach Scheiße, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Ach du Schande. Hände außer Ohren. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass ich es einblende. Kleiner Gag am Rande. Ja, das ist so im Wesentlichen alles, was so die nächsten Monate, so November und Dezember betrifft. Ende Dezember wird es dann vermutlich wieder eine Weihnachtspause geben, eine Winterpause. Zweimal im Jahr eine Pause. Jetzt eine Pause, die natürlich technisch bedingt ist. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das. Ja. Aber die Winterpause ist Tradition. Die wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. Das heißt, so um Weihnachten. Der Adventskalender wird dann vorbei sein. Dann wird es noch ein Weihnachtsspecial geben. Am 25. und 26. oder so in der Art. Standardmäßig am 25. dann noch ein Special. Und dann so vom 27. bis in den Januar rein wird es dann eine kleine Pause geben mit einem Halloween, Quatsch, nicht Halloween Special, Blödkopf, mit einem Silvester Special wird es dann noch weitergeben. Also an Silvester kommt natürlich selbstverständlich ein Halloween, ich wollte schon wieder Halloween sagen, Döspel, kommt wieder ein Silvester-Special online. Da werde ich mir auch was Schönes ausdenken. Sofern meine Kamera dann wieder da ist. Also bis Silvester, also da wollen wir ja mal hoffen, dass da, also bis Silvester mal die Kamera, dass da wieder eine Kamera habe. Also, ich denke mal, spätestens zu Release von Let's Go Pikachu und Evoli, wenn ich da meine Kamera noch nicht zurück habe, werde ich mal dem Fachen XY auf die Nerven gehen und im schlimmsten Fall besorge ich mir eine neue und ja, let's go. Pikachu Evoli, das würde ich schon gerne recht nahe, zumindest am Release Day, hochladen und dann auch spielen, sofern uns nicht Artikel 13 Uploadfilter, da die einen Strich durch die Rechnung macht, aber das ist ja eh erst Geschichte 2019, habe ich gehört. Auch mal hier mal an dieser Stelle muss ich auch mal Werbung für machen in diesem Video. Das sind Entwarf-News, ich weiß aber, bitte jetzt mal unbedingt mal hier. Ist verlinkt in der Videobeschreibung. Ich werde unbedingt daran denken, das in die Videobeschreibung zu schreiben. Ganz oben in der Videobeschreibung einmal hier runter scrollen, draufklicken, Petition unterschreiben, rettet das Internet, liest euch durch, was da drauf steht, was da ist, alles nochmal außerordentlich beschrieben in der Petition. Unterschreiben lohnt sich,
würde euch jetzt nicht dazu zwingen, das zu machen, aber wenn ihr YouTube liest, wenn ihr YouTube liebt, wenn ihr meine Videos mögt, tut euch den Gefallen und unterschreibt das. Macht da ein Häkchen dran, macht da. Muss man ja online nicht seine Unterschrift drunter setzen, muss man ja nur klicken. Muss man ja so nur seinen Namen reinschreiben. Kriegt dahin. Dafür könnte das Internet retten, vor der Zensur. Ich will es jetzt gar nicht beschreiben. Jeder Versuch, wie ich das beschreiben würde, würde kläglich scheitern. Also, es gibt schon etliche Videos dazu. Auch jetzt neu. Der LiveLeut hat zum Beispiel was dazu gemacht. Kann ich euch auch gerne verlinken in der Videobeschreibung. Ich werde viel Spaß dabei haben, das in der Videobeschreibung zu verlinken, wenn ich dran denke. Wo wir gerade bei Werbung sind, mal schamlose Eigenwerbung, wie es der LiveLeut auch sagt, kann ich mal hier wieder zitieren hier. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich andere YouTuber zitiere. Ja, schamlose Eigenwerbung. Hier hoffentlich eingeblendet, hier als Hintergrundbild hier gerade auf meinem Merchandise-Shop. Ja, ich habe einen Merchandise-Shop, habe ich. Ja, das habe ich. Muss man nicht haben, kann man aber haben. Guckt mal rein. Coole Sache. Neues Produkt, neue Sache, neues Design. Gold statt Braun. Zwergenfuchs, Zweig für Toleranz. Geile Sache, sieht hübsch aus. Habe ich mir was Tolles einfallen lassen. Habe ich mal ein bisschen Kreativität übrig gehabt, während der Zeit, wo die Kamera jetzt weg ist. Meine Kreativität anders ausgeübt. Wie gesagt, es ist nichts Ernst gemeintes. Ich weiß, ich bin ein kleiner YouTuber, ich kann jetzt hier noch keine Merchs raushauen, aber ist nichts Ernst gemeintes. Ich verdiene auch kein Geld damit. Ist Spreadshot. Von Spreadshot bekommt man kein Geld. Ist arschteuer, ich weiß, das ist Spreadshot. Ja. Wer es mag, wer es toll findet. Man muss sich ja jetzt kein Hoodie kaufen. Psst, ganz leise. Kleines Geheimnis, niemandem weiter verraten, aber ihr müsst euch ja nicht das Teuerste im Shop besorgen. Ihr müsst euch überhaupt nichts besorgen, versteht ihr? Müsst es nicht für mich tragen, müsst es für euch tragen. Versteht ihr? Anliegen von mir, mal dort vorbeigucken. Links in der Videobeschreibung. Nein, nicht links in der Videobeschreibung, unten in der Videobeschreibung. Aber die Links sind in der Videobeschreibung. So rum. Und da mal draufklicken. Danke fürs Zuhören. Zuschauen kann man ja nicht wirklich sagen diesmal. Ist ja nur meine MP3-Datei, die ich unter meinen eigenen gemalten Scheiß oder irgendwelche Hintergrundbilder geklemmt habe. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Däumchen nach oben, sollte das der Fall sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mit dem Zuhörer verpassen wollt. Das war schnell und genuschelt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Ne? Bis dahin. Ciao, ciao. Man sieht sich. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter. Samia hier. Mein NPD-Datei. Das kommt in die Outtakes. Ist ja nur meine MP3-Partei. Meine MP3-Partei. Zwei kann ich mal reden. Ist ja nur mein MP. Er vergesst das, Leute. Ich krieg's nicht mehr hin. Ist ja nur meine MP3-Datei, die ich unter ein Video, die unter meine Bilder geschnitten habe, reden können. Aha.
ist ja nur meine MP3-Part. Ich kann nicht mehr reden. Ist ja nur meine MP3-Datei, die ich unter die... Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich es geschafft habe.